Ja, ich weiß nicht, wie es euch in Bezug auf Weihnachten geht. Wann kauft ihr die ersten Geschenke? Macht ihr das bereits im Sommer? Im August bereits, wenn es die ersten Lebkuchen und Dominosteine gibt? Ja, also bei 27, 28 Grad, die wir letzte Woche gerade hatten, bin ich eigentlich noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung. Aber viele überlegen natürlich schon rechtzeitig im Herbst, was sie ihren Liebsten schenken wollen. Claudia und ich, wir machen es ab und zu so, dass wir auch sagen, wir holen uns was Größeres, legen beide zusammen und schenken uns das gegenseitig, sodass jeder die Hälfte davon hat. Ja, und heute bin ich stolz drauf, dass ich eine Kooperation habe mit Xgudi und ich stelle euch diesen Beamer, diesen LED-Beamer vor. Ja, und wenn es euch interessiert, dann bleibt dran. Bis gleich. Ja, und bevor wir natürlich mit dem Beamer was anfangen können und ihn testen können, müssen wir ihn erstmal auspacken und das machen wir jetzt. Ja, wie man gleich sieht, im Funktionsumfang ist natürlich eine Fernbedienung. Man hat ein HDMI-Kabel, ja, und natürlich das obligatorische Netzkabel. Dann gucken wir uns mal das Gerät an. So, was ich auf den ersten Blick sehe, es ist sehr kompakt, liegt gut in der Hand, hat aber entsprechend Gewicht. Und ich sage mir immer, Gewicht spricht auch eigentlich für Qualität, weil wenn es ein dünnes Plastikgehäuse wäre, was alles total leicht und labberig wäre, ja, dann taugt es meiner Meinung nach nichts. Ja, sieht eigentlich gut aus, hat eine sehr große Linse. Ja. Sieht schon cool aus. Hier vorne sicherlich die Fernbedienung für den IR-Eingang. Hier oben Drehrad für die Menüführung, denke ich mal, und ein Ein- und Ausschalter. So, hinten auf der Rückseite haben wir verschiedene Anschlüsse. Zum einen, wie ich sehe, hier ein LAN-Kabel, wo man also Internet direkt mit anschließen kann. Dann das obligatorische USB-Kabel, Kopfhöreranschluss, ein AV-Eingang oder Ausgang, HDMI-Eingang und Ausgang und auch nochmal von hinten ein Sensor für die Fernbedienung. Und natürlich der Netzanschluss, der kommt hier unten dran. So, was ich noch sehe, ich denke mal hier oben, das wird ein eingebauter Lautsprecher sein, weil das sieht so aus wie bei einem Lautsprecher, der Stoff. Ja, und hier unten haben wir natürlich auch noch einen kleinen Verstellfuß, so dass man den Beamer dann auch so hinstellen kann, dass er eben entsprechend die Ausrichtung denn hat. Ja, und dann werden wir mal anschließen und mal schauen, wie das von der Menüführung ist und ob wir das so alles leicht eingerichtet kriegen. Es gibt auch eine Beschreibung dazu, aber wer mich kennt, der weiß, Beschreibung interessiert mich erstmal nicht. Ich versuche immer erstmal alleine das rauszukriegen und wenn mir das gelingt, dann spricht es eigentlich für das Gerät, wenn die Menüführung so einfach ist, dass man keine Bedienungsanleitung braucht. So, dafür gehe ich aber jetzt ins Büro und teste das dort. Ich habe es mir jetzt im Bett bequem gemacht, habe den Beamer hier oben an der Halterung dran gebaut, die Leinwand, die wir hier im Schlafzimmer schon hatten, einfach runtergezogen und gucke mir jetzt meine eigenen Videos mal ein bisschen an. Ja, aus urheberrechtlichen Gründen kann ich euch jetzt sowieso nichts anderes zeigen. Ja, also von der Bildqualität bin ich beeindruckt. Also für so einen preiswerten Beamer ist wirklich nicht schlecht. Die Helligkeit ist auch ausreichend. Also meiner Meinung nach könnte es ein kleines bisschen heller noch sein. Aber gut, ich habe jetzt hier natürlich auch noch Licht an. Wenn ich das ausmachen würde, würde wahrscheinlich der Kontrast dann größer sein.
Der Lüfter ist relativ laut, also den hört man schon, gerade wenn man ihn direkt über dem Kopf hat. Also es wäre schon besser, wenn der Beamer ein Stückchen weiter wegstehen würde. Aber gut, ein Lüfter muss nur mal dran sein, damit das Gebläse die Lampe halt kühlt. Dafür hat es aber einen sehr guten Sound, also gefällt mir richtig gut, sowohl was Stereo angeht und als auch die Bässe aus so einem kleinen Kasten. Also Ton ist sehr gut. Ja, von der Bedienung habe ich mich natürlich zurechtgefunden, ohne eine Bedienungsanleitung zu lesen. Aber es hat sich eigentlich alles von selbst erklärt. Ich musste bloß die Sprache einstellen. Ja, mit dem Internet verbinden über Wi-Fi. Ja, und wenn man überlegt, das Gerät soll 250 Euro kosten, mit Einführungsrabatt gibt es das jetzt für 200. Und dennoch zusätzlich unten in der Videobeschreibung findet ihr nochmal einen Preisnachlass, den ihr als meine Zuschauer bekommt. Ja, und was will man mehr? Also wie gesagt, es macht echt Spaß, hier so zu gucken. Ja, der Beamer von X-Goody hat sich erstaunlich gut geschlagen. Hätte ich gar nicht gedacht bei der Größe, diesen kompakten Abmessungen und bei dem Gewicht. Ja, letztendlich kommt der jetzt ganz neu in die Regale, ist also gerade erst erschienen. Ja, und es kostet normalerweise 250 Euro. Es gibt einen Einführungsrabatt, sodass er bloß noch 200 Euro kostet. Ja, und natürlich als meine Zuschauer und Fans erhaltet ihr hier unten in der Videobeschreibung noch einen extra Rabatt. Also wenn ihr noch ein interessantes Geschenk für Weihnachten sucht und euch zu Weihnachten denn eure Filme des Jahres, eure Spielfilme, die ihr gerne irgendwo streamt oder auch das, was ihr selber gefilmt habt und mit euren Liebsten anschauen wollt, dann wäre das sicherlich das ideale Geschenk. Ja, und hat sicherlich auch Platz unterm Weihnachtsbaum. Ja, das soll es für heute wieder gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Interesse und fürs Zuschauen. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal, sagt euer Camper Marco.